Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Ich glaube, es müsste sogar die 32 sein. Uhu. Und ich habe jetzt einen Magieschaden verzauberten Bogen. Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Aber ich muss da hin. Gut. Dann darf niemand hier weiter. Eine verweste Leiste. Boah, die bringen ja hier ganz schön viel Gold, muss ich sagen. Ne? So. Okay, was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht, was ich hier gemacht habe. Es gibt auf jeden Fall wieder eine Truhe. Oh, das ist Experte. Ja, vielleicht nicht so gut. Auf jeden Fall geht es hier weiter. So. Dann laufen wir hier mal in den Ruinen weiter. Aber bevor wir das machen, gibt es ja noch eine neue Stufe zu vergeben. Ich wäre für Gesundheit eindeutig. So, Wiederherstellungsveränderung. Verzauberung Schmiedekunst. Elfenrüstung. Elfenrüstung wäre doch gar nicht mal so schlecht. Ah. Ja. Aber ziehe ich nicht. Oder Blocken habe ich auch nicht. Zweihändig spiele ich auch nicht. Einhändig. Verursacht 40% mehr Schaden. Ein mächtiger Angriff braucht weniger. Boah, es ist immer so ein Problem. Streitkolben. Mit Schwertern haben sie eine Chance, 10% kritischen Schaden anzunehmen. Schießkunst wäre auf jeden Fall auch mal gar nicht mal so schlecht. 85% mehr Schaden. Ja, es erfordert alles Level 60. Verlangsamt die Zeit. Huhu. Das ist doch geil. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Schießkunst verlangsamt die Zeit um 50%. Was macht er jetzt? Kostet die Hälfte Ausdauer und verlangsamt die Zeit. Was haben wir hier noch? 20%. Ja, 20% ist doch gar nicht mal so schlecht. Gut. Geil. Ich glaube, da sollte ich dann auch ein bisschen wieder in Ausdauer stecken. Damit ich auch da ein bisschen Zoom-Möglichkeiten habe. Ach, die ist leer, da steht es doch drauf. Warte mal, war ich hier nicht gerade? Nein, da oben waren keine Käfige. Hallo?
Hallo? Okay. Das ist vielleicht hier keine so gute Idee. Hallo. Du bist auch weg, jetzt fällt mir noch einer. Der hat mich auch schon gesehen, oder? Oh. Das ist schlecht, jetzt habe ich tatsächlich keine Ausdauer. Aber er hat getroffen. So, die Frage ist, wo läuft die jetzt hin? Klappte doch. Komm, den Sock kann ich schon mal aktivieren. Und da geht's weiter. Frage ist nur. Oh. Oh, da ist er doch. Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Man gebe mir. Warte mal. Drachenfluch? Das war jetzt das Gute, das war das Gute. Oder? Eisenfall. Eisenpfeil. Zwei Eisenpfeile. Schön. Kaiserliches Schwert brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Frage ist, komme ich jetzt irgendwie nach da hinten? Steht auch wieder leer drauf. Ha! Lass mich mal auf den Thron setzen. Ach, geil. Egal, weiter geht's. So. Wir müssen nach da hinten, obwohl hier eine Tür aufgegangen ist. Okay. Lass mal lieber durch diese Tür gehen. Verschleichend. Das ist ja ganz schön ertragreich hier drin. Begräbnisurne, 3 Gold. Okay, die ist leer. Ist auch leer. Die ist voll. Schon wieder so ein Rubin. Ruhe. Achtloser Granatstein. Boah, was es hier alles wieder gibt. Oh, oh. Gut, das war vielleicht nicht der Plan. Aber es klappt ja alles. So. Na, was hat der dabei? Eisenpfeile. Stahlpfeile. Stahlgulch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hey. Ah, boah, das gibt es jetzt doch nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Naja, zumindest kann ich dann die Ohren hier durchsuchen. Aber dieses Geräusch geht mir auf den Nerv. So, ganz
Perfekt. Gärtnismone, alles leer, verweste Leiche. Schön. Ist eine Hand drauf. Gut. Dann laufen wir jetzt mal so ein bisschen, damit wir was in diese Folge reinpacken können, was wichtig ist. Naja, ich kann euch sagen, was wichtig ist, ist gerade, dass meine Füße warm sind oder gerade warm werden. Denn mein lieber PC verbraucht bei diesem Spiel hier ziemlich viel Leistung. Vor allem die Grafikkarte durch die ganzen Effekte, die ich eingeschaltet habe. Und ja, dadurch werden meine Füße warm. Die halt da drauf stehen. Schlüssel erforderlich. Verwest gleich. 60 Gold. Stachelgruppenberg. Cool. Ne, weg damit. Eisenhelm kann ich auch nicht gebrauchen. Eisenpanzerhandschuhe kann ich auch nicht gebrauchen, weil das alles schwere Waffen sind. Ein Elfenhelm. Warte mal, habe ich nicht gerade einen Elfenhelm ausgerüstet? Ja, stimmt. Ein Elfenhelm. Ein leichter Elfenhelm. Warte mal, gibt es da irgendeinen Unterschied? Ja, der hat nur so schon gute Rüstung und der ist noch stärker. Ziehen wir mal den lieber an. So. Jetzt müssen wir springen. Hat geklappt. Und da die Tür ist auch offen. Gut. Ist alles okay, dann nein, nehmen wir mal wieder unseren Bogen. Gehen voran, aber vorher speichern wir mal. Und zwar nicht. Oh. Nehmen wir mal den hier. Hier ist nichts, aber wir gehen trotzdem lieber mal in Deckung. Wegen den Typen. Wegen des Typen da. So. Na? Eine verweste Leiche. Und schon haben wir wieder ein bisschen Gold. Das ist doch super. Oh oh. Hallo? Perfekt. Es darf die Überreste zwei Stahlpfeile. Super. Hier haben wir nichts. Ah, hier können wir rüberspringen. Eine verweste Leiche. Super. So. Wo müssen wir hin? Ist jetzt die große Frage. Ich bin froh, dass wir jetzt zumindest diese komischen Teile da nicht haben, die immer aufstehen, wenn man in die Nähe kommt. Schädliches Buch. Ja, brauche ich alles nicht. Obwohl, ich sollte mal nachgucken, ob ich schon irgendwelche Hungereffekte habe. Nein, habe ich noch nicht.
Das ist immerhin schon mal was Gutes. So. Es ist da unten die Tür aufgegangen. Boah! Scheiße, hab ich mich erschrocken. Ah, das ist einfach nur... Oh mein Gott. Komm, einfach runterspringen. Ja. Super. Alter, hat mir das einen Schreck eingejagt. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich würde sagen, genau hier machen wir wieder einen kleinen Cut, denn das kann ich das leider nur umständlich hochladen mit den 15 Minuten Folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein!